ist er auch noch blind. Blind ist er schon, seit er euch verfehlt hat. Dachte, er hat absichtlich daneben geschossen. Er Er mag so ein Sack sein. kommt, ja, gibt irgendwelche Theorien zum Preis. Wir haben gehört, der reine Tempel, das können wir leider nicht tun. Was können wir noch machen? Hat er eine Begegnung gehabt mit einer Schlange? Hatte sie eine auffällige Färbung oder einen Käfer, den er verschluckt hat oder der ihn gebissen hat oder etwas, was er gegessen hat? Eine Mücke? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte alles sein, aber ich kann nur ein Gegengift machen, wenn ich weiß, was es ist. Ich kann ihm keine Prophylaktika verabreichen, wenn nicht einfach so. Er müsste so viel schlucken. War da nicht irgendetwas mit einem großen Käfer, den er dann auch zertreten hat? Ich weiß nicht, ich habe davon nichts mitbekommen. Los, kommt. An einem unserer Bisschen. ersten Tage hier im Dschungel. Okay, was war da? Was hast du gesehen oder gehört? Von wem? Wie? Nun, von Viborn, er hatte sich über diesen Käfer geärgert. Aber ich weiß nicht, ob er gebissen wurde. Und hat ihn zertreten und da hat es wohl eine ziemliche Schleimspur hinterlassen. Ich glaube, dieser Käfer war, ja, hatte halt einen schwarzen, wie nennt sich das Material, aus dem deren Haut ist? Chitin? Genau, dieses Richtig. Chitin. Jalan, du erinnerst dich. Die anderen haben es nur gehört, aber du bist der Einzige, der es gesehen hat. Gelb-grün gestreift. Eine gelb-grün gestreifte Libelle. Eine Libelle war das, als wir an dem Teich waren. Es geht dir wieder durch den Kopf. Die Szene auf dem Schiff. Der schmerzhafte Schuss in dein Becken. Du hast diesen Mann. Aber ist er das wert? Für deine Rache? Die Libelle. Die Gerüchte aus Boran. Du hast es doch gehört im Klatsch. Das Klatschnetzwerk. Du kannst dich nicht mehr genau daran erinnern, was es war, aber irgendeine Frau ist doch gestorben. Sie wurde doch auch von dieser Haruti-Jida-Libelle gestochen. Was war es? Du kennst sogar das Gegenmittel. Selbst das wurde im Klatsch weitergereicht. Was war es doch gleich? Ein Tee? Aus irgendeiner Blume? Und dann bist du wieder zurück auf diesem Schiff. Er ist ein Arschloch, aber hat er es verdient zu sterben? Deine Rachsucht? Er hat dich angeschossen, nur weil du nicht gemeldet hast. Nein, hat er nicht. Brendisian. Ja. Kennt ihr eine Libelle? Das sind doch diese Tiere mit den zwei Flügeln an jeder Seite. Dem langen Körper, genau. Grün-gelb Er hat dich gestreift. ein Frosch genannt. Ein Frosch in Rüstung. Was ist damit? Er hat es verdient zu sterben. Ich, du kannst ich deine glaube, Rache. er hat sich daran ge gestrichen, ge ge gebissen, Lass ihn gestochen worden. sterben. Sein irgendwas an. Du bist daran nicht schuld. Himmels Willen, wer spricht denn da? Eine Er hat Libelle es hat ihn gestochen, verdient. sagst Alles du? okay, Wann Jana? war das? Nein! Was? Eine. Ich weiß es nicht. Praetus und Volpes. Lass ihn sterben. Ich. Sag doch genau, Ich was weiß ihn es gebissen nicht. hat. Massiert sich die Schläfen. Er wird jederzeit wieder auf dich schießen. Und Ich auf bin ein den wenig Gefallen. verwirrt. Im Zelt hin und her. Er schießt auf Gemeinde. Du bist Dreht daran sich um und nicht geht schuld. weg. Aladdin, Ja, was ist mit dir? Jalan, was ist los? Auch Rodrigo geht mit hinter Brindigian her und schaut so ein bisschen neugierig, was jetzt los ist. In Ordnung? Hatte ich auch etwas gebissen? Ach, ich weiß es nicht. Lass mich in Frieden. Aber du wolltest doch gerade sagen, was ihn gebissen hat. Vielleicht können wir ihm so helfen. Keine Ahnung, irgendwas, was ich in Boran gehört habe, ist vermutlich nichts. Das Klatschnetzwerk. Sie Das haben lass doch uns sowieso keine entscheiden. Ahnung. Was sich nicht Ach, ihr verkauft. wisst doch, die plaudern nur und erzählen Blödsinn. Es war bestimmt ein Käfer oder eine Schlange. Um Himmels Willen, nun haltet die Klappe! Wenn nicht mein Gesinn mir ist in der Gewalt, ihm helfen, dann muss er es. Dann muss
ist das wohl, ja. Lass ihn blind. Ja, Ladin, uns kann alles helfen, was du weißt. Ob es nützlich ist, das können wir dann noch entscheiden. Komm, Jalan, du willst auch sein Leben retten. Lasst mich in Frieden. Feraus geht mal zu Viborn, zu seinem Feldlager, wo er ja, wahrscheinlich bewusstlos liegt. Er setzt sich neben den dahinsiechenden Mann. Verstehe, dass sich deine Kräfte hier verlassen. Was? Mir geht's gut. Er hustet einmal. Alles gut. Morgen geht's mir wieder gut. Mir ist was ins Auge geflogen. Ja? Ich wusste gar nicht, dass du wach bist. Was ist dir denn ins Auge geflogen? Weiß nicht, irgendwie Käfer oder so. Deswegen kann ich gerade nicht gucken. Ja, wir sind uns nicht sicher, was du hast, aber es scheint irgendeine Krankheit zu sein. Hör mir mal zu. Ich werde hier nicht sterben. Ich habe schon so viel überlebt. Al-Anfa. Damals, als meine Frau und mein Kind gestorben ist. Sie haben den Rabenfelsen runtergestoßen. Daran habe ich mir geschworen, ich werde Boron erst dann gegenübertreten, wenn ich den Raben von Al-Anfa erschossen habe. Vorher nicht. Und bis ich das getan habe, gehe ich hier nicht drauf. Nicht auf so einer verdammten Maledeiten Käferinsel. Morgen kann ich wieder gucken. Und dann trete ich erst dir in den Arsch. Und dann Jalan. Und dann Rodrigo. Und dann hole ich diesen Hafayas, diesen Söldner von Hafax, das Centurium aus den Klauen. Ich werde sie alle erschlagen. Und erschießen. Und dann fahre ich nach Al-Anfa. Und erst dann gehe ich drauf. Ivan, ich mag dich. Ich mag dich, du Hurensohn. Gib mir mal was zu trinken, ich hab Durst. Ja. Ich hol ihm einen Holzkelch Wasser und fütter ihn damit oder führe ihm das an seine Hände, dass er selbst zum Mund führen kann. Du merkst, wie er versucht, seine eine Hand zu heben. Sie fängt aber nur an zu zittern und schnell schaltet er um, benutzt seine andere Hand und greift dann mit der anderen Hand nach dem Becher, verfehlt dich, weil er blind ist, weil er dich nicht sehen kann. Und drückst ihm den Becher in die Hand, versucht seinen Mund zu öffnen und versucht selbst zu trinken. Es geht, aber er sieht aus wie ein alter, kranker, schwacher Mann. Ich habe noch nicht so viele Menschen im Bett sterben sehen. Bei Hohen See, da verschwinden die Leute häufig einfach. Halt dein Maul, ich sterb hier nicht, hab ich doch gesagt. Aber viele sind zu stolz, um die Hilfe, die vor ihrer Nase ist, anzunehmen. Effort schickt mich. Ich weiß nicht, ob hier in den Dschungel, aber er war immer an meiner Seite. Und ich glaube auch an deiner Seite. Viel zu lange, ja. Effort, der alte Bastard. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ja. Draußen vor dem Zelt steht Jalan immer noch eine Hand am Kopf. Ziellos zwischen den Zelten umher, bis er irgendwann am äußersten Rand des Lagers angekommen ist. Myria kommt auf dich zu, legt dir ihre warme Hand auf die Schulter, schaut dich an. Mein Herr? Ich warte kurz hier, nimm. Macht sein Schwert ab, drückt es in die Hand. Nimm das mit, geh zum Zelt. Ihr wisst doch etwas. Geh! Schaut dich an, funkelt böse.
Ihr seid doch der Einzige, der ihn jetzt retten kann, oder nicht? Geh! Schüttelt sie den Kopf und geht dann. Jetzt sind wir beide alleine. Maul zu! Oder lässt sich. Er geht noch einige Schritte. Lässt sich auf die Knie fallen, auf beide. Schaut in den Himmel. Wer braucht schon Praios, wenn du deine Rache kriegen kannst? Praios! Herr Alvarans und der Gerechtigkeit. Schick mir ein Zeichen. Was soll ich tun? Hat er es verdient? Hinter dir ist ein Flatsch, Flatsch. Steh auf, hörst du Rodrigos Stimme. Und dann blinzelt zweimal. Bleibt Siehst du, sitzen. Rodrigo die Streitaxt zieht und sie in den Boden wirft. Der Wendet Kleine ist euch wie um. Männer. Was wollt ihr, Rodrigo? Geht, lasst mich. Nein. Ich werde euch nicht lassen. Ich werde euch jetzt hier und jetzt verprügeln. Ihr. Ihr Ich. und welches Recht? Wir sind hier im Dschungel, jetzt das Recht des Stärkeren. Verschwindet. Nein, ich werde euch jetzt in den Hintern treten. Rodrigo macht einen Schritt auf dich zu. Man kniet immer noch mit dem Rücken zu dir. Und Regen, ich habe da weder die Zeit noch die Nerven für. Ich weiß, aber vielleicht wird eine kräftige Trachtprügel euren Kopf gut tun. Du blickst ein letztes Mal nach oben in den Himmel. Keine Oder hast du einzige Wolke Angst? steht am Himmel, keine Keine einzige. Du Angst. siehst nur den Schein der strahlenden Sonne über Maraska. Dann spürst du, wie von der Seite an deine Schulter sich ein Fuß lehnt und dich dann umstößt. Einfach nur umstößt, ohne richtig zuzutreten. Los, steh auf! Oder bist du zu feige, gegen mich zu kämpfen? Los! Die Fäuste hoch, Mann gegen Mann! Ich sag Mann gegen Mann, aber hinter mir steht nur irgendein Mietsöldner aus dem Süden. Genauso wie Viborn. Irgendein Südländer kommt hier an, hält sich für irgendwas Besseres. Ich halte mich sogar für das Beste. Willst du mir das Gegenteil beweisen? Das muss ich nicht. Der Herr Praios hat es mir in die Wiege gelegt. Und hat die Frau Rondra gesagt, ihr bekommt auch alles in die Wiege gelegt, wie ein kleines Kind, ein Lolli? Oder sagt sie, ihr müsst euch Dinge auch mal erkämpfen? Die Frau Rondra hat mir die Ehre gegeben. Etwas, das euch scheinbar fehlt. Etwas, das Viborn scheinbar ebenfalls fehlt. Vibon hat seine Fehler, genauso wie ich auch. Und ja, ihr seid etwas Besseres. Die Götter haben euch zu etwas Besserem gemacht. Aber wisst ihr denn, was das bedeutet? Ja, das bedeutet, dass ihr noch viel, viel mehr tun müsst. Ihr müsst noch viel, viel besser sein als ich. Nicht nur, weil euer Geburtsrecht das sagt. Ja, dann erhebt sich. Dreht sich zu Ja. dir um. Schaut dich an. Ja, los, komm! Sagt mir, Krieger, was würdet ihr tun? An meiner Stelle. Ich würde diesen vorlauten, frechen Südländerbengel, der nicht mal adelig ist, vor mir stehend umhauen. Wenn ich Jarlan von Schnattermoor wäre. Und dann hörst du die Stimme. Diesmal ist es eine ganz andere, eine Stimme, die du in deiner Kindheit gehört hast, als du noch Knappe warst. Was hat dir damals dein Lehnsherr gesagt, dein Ritter? Wenn dich einer schlägt, dann halt ihm die andere Wange hin. Das ist das, was er gepredigt hat. Praios Gerechtigkeit. Nicht die Vergeltung suchen, denn aus Leid folgt nur noch Leid.
Hey, los! Schubst dich, Andrigo schubst dich leicht. Los! Was ist los? Fehlt dir die Kraft? Schubst dich nochmal sanft. Also, was ist sanft? Lass das! Ja, genau! Oh ja, ich bin der Kleine von Schnatternburg. Ich kann ja alles viel besser, Schubs. Andrigo! Ja, was denn los? Sind dir die Eier aus der Hose gepurzelt? Schubs. Dass ihr das ja wohl. Ah! Muss ich erst der kleinen Myria klar machen, dass ich den größeren habe als ihr und es ihr viel besser besorgen kann. Hm? Oh, jetzt Schubs. Reicht's! Er stürmt auf dich zu. Er schwingt nach dir, kommt aber einige Zentimeter zu kurz und schlittert fast in dich herein auf dem nassfeuchten Untergrund. Ist das alles, was du kannst? Rodrigo schubst dich zurück, dass du auf den Hintern plumpst. Da sitzt er, der kleine Adlige im Dreck mit seinem Popöchen. Ja, Jalan rappelt sich auf. Ja, los! War das alles? Euch werde ich zeigen. Kommt noch einmal ran. Versucht ihr noch einmal einen Schlag zu verfassen. Aber vielleicht meint er es nicht ernst. Vielleicht kann er es nur auch nicht ernst. Rodrigo macht dieses typische mit der Brust dich so ein bisschen anteckeln. Pumpf, dass du so ein kleines Stück zurückfederst. Ja, was ist los, hä? Pumpf, hä? Kommt da nicht mehr? War das doch alles nur große Töne? Soll ich vielleicht Myria erziehen? Ich habe einen viel größeren. Das wird sie genießen, wenn ich sie richtig rannehme beim Erziehen. Ja. Nimm den Kopf zurück. Spuckt da mal kräftig vor auf den Boden. Ihr seid das nicht wert. Und dieser Vibon auch nicht. Lasst mich vorbei. Und er lässt dich nicht vorbei. Er schubst dich wieder mit dem Bauch so ein Stück zurück mit der Brust. Was, hä? Lass ihn nicht vorbei. Du kannst ihn nicht vorbei. Ja, schlägt dir den Ellenbogen in die Seite. Versucht sich vorbeizudrängen. Uff, und er schubst mit dem Bauch nur zurück. War das alles, hä? War das alles? Ruf mal den Schaden aus. Ja. Ja, war das alles, hä? Kommt da nicht mehr? Schubst dich nochmal zurück. Ja, was? Andrigo, wenn ihr euch unbedingt mit mir auseinandersetzen wollt, tut das mit einem Schwert in der Hand wie richtige Männer. Ah. Lasst nicht. Vorbei. Nein. Bumm, schubst dich wieder. Tu ich nicht. Soll ich euch Windel weich hauen? Als wenn ihr es könntet. Was wünscht ihr euch doch in euren Träumen? Kriegt einen linken Haken. Ah. Ja, leider nicht so wirklich trifft. Also ich glaube, Myria hätte den Schlag besser ausführen können als ihr. Wieder eine Stimme in deinem Kopf. Lass es doch einfach. Schneid ihm im Schlaf die Kehle durch. Das ist nicht gerecht. Und dann eine weitere Stimme. Wieder anders. Wieder dein Lehrmeister von alten Zeiten. Du musst der Mann sein, der er nicht sein kann. Er ist ein tumber Krieger. Du bist ein strahlender Ritter. Und wieder die andere Stimme. Schneid ihm die Kehle durch. Später. Und bumm, wieder geschubst. Was ist los, hä? Abgelenkt? Was? Wer seid ihr? Oh, ich bin der schönste Krieger, den ihr je gesehen habt. Ich bin Rodrigo. Euer Mann, der euch die straflosen Nichte beschert. Ihr verkommener Schönling. Na, kommt ran, damit ich euch hauen kann! Ihr müsst euch schon ein bisschen anstrengen, ansonsten wird die Herrin Rondre euch das nie verzeihen, dass ihr zuschlagt wie ein... Kind. Herrin Rondre verteilt ihre Gaben an die, die sie verdient haben. Wahrscheinlich nicht an mich. Myria kommt gerade wieder von hinten aus dem Zelt heraus. Hört auf mit euren Spielereien! Vibon hostet Blut, wir brauchen das Rezept, jetzt oder gar nicht! Entscheidet euch! Du siehst, wie Rodrigo sozusagen seine Hände auf seine Knie aufstützt, das Gesicht vorregt. Dann schlag einmal zu. Zeig, dass du zuschlagen kannst wie ein Mann. Und er scheint diesmal nicht die Anstalten zu machen, das Gesicht wegzuziehen.
Erland blickt hin und her zwischen dir und Myria. Los! Was tun? Was tun? Die Chance bekommst du nie wieder. Einmal Rodrigo im Gesicht zu treffen. Aber dann war es kein Kampf, wenn ihr die Wange hinhaltet. Er wendet sich ab. Das stimmt. Es war kein Kampf. Geht auf Myria zu. Wieder ins Zelt hinein. Predigia und Ephadaia stehen da immer noch, haben eure Streiterei von draußen gehört. Sie sind beide verzweifelt. Sie wissen nicht, was zu tun ist. Auch die Drakoniterin weiß ebenso wenig, was zu tun ist, und sie blicken dich alle an. Jetzt liegt es bei dir. Magister. Tee. Tee Was für aus Tee? was? Grüne Frühlingslilie. Ist das ein Wundermittel? Die Drakoniterin rennt los. Man hört die schweren Stiefel von Rodrigo, wie sie ins Zelt hineinkommen. Und das Ganze betrachtet, aber ohne was zu sagen. Wenn Jalan sich dann umdrehen sollte, sieht er ein böses, aber doch zufriedenes Grinsen von Rodrigos Gesicht. Macht Anstalten zu gehen, bleibt auf deiner Höhe stehen, fixiert dich mit seinem einen guten Auge. Ich wusste doch, dass ihr der Ehrenmann seid, der ich nicht sein kann. Tut das nie wieder. Ich werde immer einen Schlag kassieren, wenn es einen anderen retten kann. Lasst eure Wut an mir aus, aber nicht an Vibo. Er mag Fehler haben, vielleicht so mehr als ich und vielleicht auch viele. Dann schlagt lieber mich. Dann nehme ich die Wut und den Zorn der Welt auf mich, um all das zu verhindern, was euch vergiftet. Ihr seid ein guter Mann. Vergiftet. Es hätte eure Seele vergiftet. Macht das nicht. Da hat er recht. Blickst dich noch einmal mit einem sorgenvollen Blick um, siehst Biburn, wie er da liegt, blind, blutend. Neben ihm am Boden liegt einer der funktionierenden Balestrinas. Und als du wieder zurück zu Rondrigo schaust, kannst du sehen, wie die Drakoniterin mit seinem heißen Getränk, ja, wieder zurück in das Zelt eilt. Ein Tee aufgesetzt ist, erfüllt diesen kleinen Raum, das Zelt, mit einem Geruch. Es riecht nach Blumen, nach Frühling, nach Leben, nach Zar. Biburn hustet noch einmal. Der Becher, der ihm gereicht wird, er greift wieder mit seinen kraftlosen Augen danach. Die Drakoniterin Nanduria flößt ihm das ein, und damit beende ich diese Runde.